den vielleicht anbrennen? Glaube jetzt auch weniger. Das bringt ja nichts. Ah, doch, da ist ein Mauseloch. Ein kleines Mauseloch. Wir müssen ja vielleicht jetzt den kleinen hier nehmen und in das Mauseloch reinkommen. Ja. Ah, und sind dann hier. Jetzt benutzen wir den dicken Spot, der war das hier. Und hauen den hier drauf. Und jetzt? Ah, okay, ich verstehe. Wir müssen dann, während das Ding oben ist, uns klein machen. So, jetzt schnell normal machen oder klein, weiß nicht. Warum. Und sind jetzt hier oben. Was gibt's hier oben? Hier ist auch noch so eine Regenrinne. Vielleicht da durch. Den kleinen. Puh. Immer das viele denken. Hier durch. Und landen in der Tonne. Ja, toll. Und jetzt. Jetzt sieh sich einer diese Sauerei an. Ich bin ja vollkommen durchnässt. Na warte, du kleines Monster. Was macht er jetzt? Ist jetzt da reingegangen? Aha. Oh, ja, schön. Jetzt steht er da drin und macht was auch immer. Aber es hatte hier seine Klamotten liegen. Aber was soll das uns bringen, großartig? Verstehe ich nicht ganz. Was mich eigentlich noch interessieren würde, wir sind jetzt mit dem normalen Spot da gekommen. Wenn wir jetzt mit dem... Wir sind jetzt da in das Mauseloch. Wenn wir jetzt mit diesen kleinen Dingern, ob das irgendwas bringen würde, weil hier ist ja auch nämlich noch ein Loch. Damit dann vielleicht da reinfliegen, was irgendwie ja keinen Sinn ergibt, weil hier eine Tür ist, aber wer weiß, vielleicht bringt's ja was. Durch das Mauseloch. Und damit dann mit dem Ding da drauf. Jetzt mit den ganz kleinen. Gucken, ob das was bringt. Genau, jetzt landen wir nämlich auf dem Dach. Komm da runter. Ah, wir sind jetzt hier drin. Okay, was bringt das jetzt? Sind die weggeschleudert? Wo bin ich jetzt? Ach, sind immer noch da drin. Auch nicht. Ah doch, cool, das hat geglüht. Das soll ja übrigens auch nichts Großartiges. Es glüht, aber es bringt nichts. Okay. Also nur die kleinen können wir dann hopsen. Aber das bringt wahrscheinlich uns jetzt nicht viel. Verstehe ich nicht ganz. Ne, ach, hier ist noch die Kuh. Wir müssen mit der Kuh irgendwas machen. Jo. Tja, keine Ahnung. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir irgendwie hier mit diesem Schleuderding machen müssen. Die Frage ist bloß wie. Weil andere macht irgendwie keinen Zweck. Laufen kommen wir da drin ja auch nicht, oder? Ah, doch.
hier zielt jetzt auf dieses, was ist denn das, Dudelsieb? Und da zielt er, weiß nicht, auf Bobby. Denk mal, da das Nudelsieb so schön hängt, müssten wir da was machen. Zack. Ah, tatsächlich. Okay. Müssen wir jetzt vielleicht. Na, so was sieht man aber auch nicht alle Tage. Und fliegen damit weg und sind nie wieder was. Ah, okay. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass wir hier mit dem Dicken hier drauf läuft, mit den Kleinen, oder? Aber die Kleinen sind zu leicht wahrscheinlich. Den Dicken. Zack. Ha. Hammer gut. Super. Gut gemacht, Spot. Du hast es tatsächlich geschafft. Wahrscheinlich war es auch nicht weiter schwierig. Aber ich bin trotzdem stolz auf dich. Nein, gar nicht schwierig. Super. Klasse. Hallo? Bin sehr begeistert. Hallo! Himmel, hier ist ja alles verlassen. Wo ist bloß der König? König ist, weiß ich nicht, aber hier drin ist Bobby. Sedgwick, was machst du denn hier? Na was wohl? Ich mach deinen Job. Die Welt retten und so. Oh je, Sedgwick, dafür ist es doch längst zu spät. Ja, was auch immer. Zieh dich ruhig aus der Verantwortung. Ich werde es zumindest versuchen, wenn du gestattest. Wenn die Welt schon untergehen muss, dann will ich wenigstens nicht schuld daran sein. Du törichter, tapferer Clown. In was hab ich dich da nur reingezogen? Versteck dich lieber. Schnell! Was ist denn los? Was ist denn überhaupt los? Das Ende wird kommen. Die Askyl greifen an. Ich weiß. Ich komme geradewegs aus ihrem Versteck. Du warst bei den Askyl und du lebst noch? Tja, was man so Leben nennt. Ja, da Glutsch, hm? Ist nicht gedacht. Wir können es noch aufhalten. Ich hab doch den Flüsterstein. Du hast ihn tatsächlich dabei? Ich meine, natürlich hast du das. So hatte ich es ja von Anfang an geplant. Umso tragischer, dass du zu spät kommst. Aber sei nicht traurig. Ich wusste ja, dass es ein Risiko ist, einen Amateur mit hineinzuziehen. Genau. Dein Plan war super, aber ich habe einfach zu lange getrödelt, nicht wahr? Mach dir keine Vorwürfe. Ich bin trotzdem stolz auf dich. Du bist eben kein Chaski wie ich. So, kriegst Schlei aufs Maul. Stimmt, ich habe noch diesen Flüsterstein, den hat Spot ja gegessen. Daran habe ich auch nicht mehr gedacht. Wo ist der König? Der König hat sich in seinem Gemach eingesperrt. Um dorthin zu gelangen, musst du vom Thronsaal aus durch das astronomische Labor. Ich glaube, es steht schlecht um ihn. Okay. Was hat denn der König? Niemand weiß es so genau. Vielleicht ist es das bevorstehende Ende, das an ihm nagt. Sicher ist nur eins. Er soll sehr schwach sein. Ich komme nicht weiter. Kannst du mir nicht irgendwie helfen? Sedgwick. Ich kann dir doch nicht ständig die ganze Arbeit abnehmen. Stimmt. Meine mangelnde Selbstständigkeit muss eine schreckliche Belastung für dich sein. Ach, schwamm drüber, kleiner Freund. Ich habe dir alles beigebracht, was ein Chaski wissen muss. Du wirst auch ohne mich zurechtkommen. Also anfangs war er mir noch sehr sympathisch, aber inzwischen könnte ich ihn schon mal kleinen Klaps auf den Kopf geben. Ich werde die Frage bereuen. Aber wie kommst du hierher? Ja, das ist tatsächlich eine lange und spannende Geschichte. Hm. Ach, wo soll ich nur beginnen? Was ist am Ufer passiert? Das Ufer? Oh ja, es kommt mir vor, als sei es erst gestern gewesen. Es war gestern. Ich saß schon eine Weile alleine dort und übte eine geheime Chaski-Technik. Den Sekundenschlaf? Bei leerem Magen schaffe ich es unter drei. Wie auch immer. Plötzlich schob sich eine Wolke an den Himmel. Ein Windstoß zog über den Fluss. Ich begann zu frösteln. Zur Sicherheit zog ich mein Messer. Und einige Bomben, die ich noch im Rucksack hatte. Ich war gerade fertig, als es in den Büschen knackte. Ich spannte jeden einzelnen Muskel an und dann...
Und dann? Dann ließ ich alles fallen, schnappte mir den Rucksack und rannte so schnell ich konnte. Was? Als ich mich umdrehte, sah ich nur einen Fuchs. Aber ich hatte mein Versteck ja bereits verlassen. Ich war mir sicher, die Askiel hätten mich gesehen. Darum bin ich nicht umgekehrt. Es war einfach zu gefährlich. Zu gefährlich? Zu gefährlich? Ich dachte, du seist in einen Kampf geraten. Nicht doch. Dafür bin ich viel zu listig. Du meinst wohl eher feige. Ich fasse es einfach nicht. Ich bin dir um die halbe Welt nachgereist, nur weil du Angst vor einem Fuchs hattest? Es war ein sehr großer Fuchs. Oh Mann. Wie bist du den Askiel entkommen? Den Askiel? Ich war nicht bei den Askiel. Warst du nicht? Aber der Wächter hat von einem grünen, schmächtigen Gefangenen erzählt. Schmächtig? Wie bist du denn da auf mich gekommen? Ich bin gut durchtrainiert. Viel zu gut, um mich von den Askiel schnappen zu lassen. Also hast du sie irgendwie abgehängt? Gab es eine Verfolgungsjagd? Und ob, zumindest wenn du mit Abhängen in einer Höhle verstecken meinst und mit Verfolgungsjagd Beeren sammeln. Oh Gott. Ein echter Feigling. Wie bist du nach Corona zurückgekommen? Auf geheimen Chaski-Pfaden. Lass mich raten. Du hast dich so dünne gemacht, dass dich ein frisches Lüftchen hierher geweht hat? Nein. Ich hatte meinen Ruhestein noch auf den Schlosshof eingestellt. Das will ich nicht gehört haben. Ich habe auch nichts gesagt. Okay. Und das nennst du Abenteuer? Nein. Ich nenne das Routine. Als Chaski erlebst du so viele ungeheuerliche Sachen, da kann dich selbst die brenzligste aller Situationen nicht mehr aus der Ruhe bringen. Offensichtlich. Nur darum sitzt du hier ja auch so seelenruhig. So ist es. Und das, obwohl das Ende bevorsteht und die Askiel angreifen. Ja, Und einer von ihnen sogar direkt hinter dir steht. Was? Ja, da hast du mich doch beinahe reingelegt, nicht wahr? Wenn du einen Chaski auf den Arm nehmen willst, musst du aber früher aufstehen. Ist 10 okay? Sagen wir lieber 11. Ich schlaf gern lange. Oh Gott. Ich glaube, ich habe genug gehört. Ich weiß. Meine haarsträubenden Abenteuer sind nichts für schwache Nerven. Du versteckst dich in einem Fass? Ist das etwa das Verhalten eines Chaski? Lass dich nicht von deinen Augen täuschen. Das hier ist ein Chaski-Überlebensfass. In so einem Fass saß dereinst der legendäre Chaski Shorshi, als er die mächtigen Trommelfälle von Ashanot passierte. In sicherem Abstand, nehme ich an. Selbstverständlich. Bleib du ruhig hier, ich gehe die Welt retten. Halte dich immer an das, was ich dich gelehrt habe. Ich sehe gerade, die Kuh hat sich umgedreht. Die Kuh, das ist doch nicht so ein tolles Tier, wie ich dachte. Naja, jedenfalls, ich mache jetzt ein Aufnahmepäuschen und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.